Antenne Frankfurt hier am Freitagmittag. Wir haben jetzt 12:30. Und Wochenende ist gleich Fußballzeit. Jawohl, der SC Essen-Rhein-Eich, der spielt morgen daheim gegen Stadt Allendorf. Und für alle, die noch nicht so drin sind in der neuen Saison, die drei Eicher, die sind momentan in der Hessenliga auf Tabellenplatz 1, haben volle Punktzahl, also alle Spiele bisher gewonnen. Und das waren schon 6. Also Hut ab. Und bei mir am Telefon, da ist der Spieler Daniel Henrich. Verrat uns mal euer Erfolgsgeheimnis. Ja, also ich denke mal, das waren keine leichten Spiele, die wir da hatten zu Anfang. Die Aufsteiger sind da alle mit Euphorie in die Spiele gegangen. Aber ich denke, wir haben als Team zusammengehalten. Wir waren gut eingestellt auf die Gegner und ja, waren vom Kopf her hellwach und haben dann auch, denke ich, verdient alle Spiele bisher gewonnen. Jetzt spielt ihr morgen gegen Stadt Allendorf. Die sind ja sehr stark einzuschätzen. Wie siehst du denn eure Chance, denen trotzdem Punkte abzuluxen? Ja, Stadt Allendorf ist, denke ich mal, eine eingespielte Mannschaft. Die spielen schon seit ein paar Jahren oben mit in der Hessenliga. Haben auch dieses Jahr, ich glaube, von den ersten 6 Spielen 5 gewonnen. Und ja, es wird ein schweres Spiel für uns, aber ich hoffe, wir gewinnen. Was ist denn dein Tipp? Ja, also ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen. Ich würde mal tippen, am liebsten ein 1-0, kein Gegentor, ein Tor schießen. Ja, da wäre ich zufrieden. Ja, cool, vielleicht triffst du ja sogar. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Der SC Essen-Rhein-Eich, der spielt morgen Mittag daheim gegen Stadt Allendorf. Um 15 Uhr, da ist Anpfiff im Sportpark Dreieich. Antenne Frankfurt, 95.1.